Hallo am 6. Juni. Heute schauen wir mal in das Krafttier-Orakel. Und ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr ein Abo auf dem Kanal lasst. Das Abo ist gratis und ich freue mich natürlich auch über ein Like. So, was haben wir denn hier? Wir haben heute die Kuh. Ich zeige euch das mal. Hier ist eine ganz schön geschmückte Kuh. Und hier steht Fülle, Glück und Mütterlichkeit. Fruchtbarkeit, Weiblichkeit, Zuneigung, Verbundenheit zur Mutter Erde. Ja, also Kühe, das sind ganz, ganz liebevolle, sanfte Tiere. Deswegen wird da von Mütterlichkeit geredet. Ja. Die Kuh ist sehr, sehr bedacht darauf, dass ihr Kalb immer in der Nähe ist, dass sie weiß, dass es ihm gut geht. Also das sind sehr, sehr gute und sorgsame und behütende Mütter. Also vielleicht geht es hier auch ein bisschen ins Extrem, ja, dass jemand überbehütend ist, so ein bisschen Helikopter-Mom. Aber auf jeden Fall hat es zu tun mit Fruchtbarkeit, Weiblichkeit. Vielleicht denkst du daran, Kinder zu bekommen. Wenn ja, dann wäre jetzt sicherlich eine gute Zeit dafür. Ja? Diese Karte spricht dafür. Wenn du keine möchtest, dann natürlich immer drauf schauen, dass das nicht so ist. Du weißt eh, wovon ich rede. Und ja, wir haben hier Mutter Erde als Verbindung. Und man sieht hier auch das Gras. Also vielleicht schaffst du es heute, dass du irgendwie deine Füße ohne Socken, ohne Schuh, ins Gras bekommst. Ja? Weil diese Verbindung zu Mutter Erde, dieses sich vorstellen, des sich verwurzelns mit Mutter Erde, das ist für Menschen sehr grounding, das ist sehr gut für uns, weil wir dadurch wieder Bodenhaftung und Kontakt bekommen. Ja? Wir können auch uns darauf besinnen, dass diese Erde immer da ist, um uns aufzufangen. Ja? Die ist sozusagen wie unser Sicherheitsnetz. Und dieses Gefühl der Sicherheit wird gestärkt, wenn wir unsere Füße entweder ins Gras geben oder in den Sand am Strand, ja, wenn wir wirklich Kontakt mit Mutter Erde haben. Wenn du das nicht kannst, dann kannst du dich auch immer in die Shavasana-Position aus dem Yoga legen. Das heißt, du legst dich auf den Rücken, lässt Arme und Beine geradeaus liegen und dann entspannst du mal und verbindest dich mit Mutter Erde, verbindest dich mit dem Gefühl des Grundes unter dir, ja, wo der Untergrund deinen Körper berührt und so weiter. Wir können hier auch sprechen von Fülle und Glück, weil das sind die ersten zwei Worte, die oben stehen. Das heißt, für diejenigen von euch, die vielleicht öfter mal bei einem Gewinnspiel mitmachen, ist das sicherlich auch kein schlechter Tag für das Glück. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Tschüss!